Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. È la 30ª volta che facciamo questa Via Crucis di Capodanno. Es ist das 30. Mal, dass wir Neujahrstag, Silvester, Neujahrstag diesen Kreuzweg gehen. La prima la facemmo nel Capodanno 89-90. Das erste Mal zu Silvester 89. E da 30 anni lasciamo il mondo nella sua festa. Seit 30 Jahren lassen wir die Welt das Fest feiern. E spero che anche voi come me. Und ich hoffe, dass auch ihr wie ich non abbiate alcun rimpianto di essere qui anziché là sotto. Dass es euch nicht leid tut, hier zu sein anstatt hier unten. Perché siamo sicuri che la preghiera che abbiamo fatto questa sera, denn wir sind sicher, dass das Gebet, das wir heute Abend geleistet haben, che la nostra costanza, il nostro essere qui, dass unsere Beharrlichkeit, unser Hiersein, ha un significato davanti al cielo, eine Bedeutung hat vor dem Himmel, molto molto più grande di tanta festa mondana, viel größer als jedes weltliche Fest. E ci siamo sempre fatti accompagnare in questi 30 anni. Wir haben uns immer begleiten lassen in diesen 30 Jahren. Dalla parola di Maria. Von Worten Mariens. Parola che oggi non è più una parola diretta nuova. Worte, die wir heute nicht mehr direkt eben empfangen dürfen. Ma in realtà, anche se noi rileggiamo ciò che lei ci disse, aber immer wenn wir das wieder lesen, nachlesen, was sie uns schon gesagt hat, dobbiamo dire che in fondo è sempre nuova questa parola. Können wir feststellen, dass dieses Wort ihr Wort immer neu ist. Ed ecco allora che nel Capodanno del 97, und zu Neujahr 1997, la Regina dell'Amore ci disse queste parole. Hat die Königin der Liebe folgende Worte gesagt. Leggo prima in italiano. Figli miei, ringraziate il Padre della vita. Ringraziate anche per coloro che non ringraziano. Il tempo è dono di Lui per tutti voi. Io intercedo per la pace nel mondo, ma vedo grandi divisioni tra i popoli, nelle famiglie, nella Chiesa. Io sono la madre di tutta l'umanità, ma da pochi figli sono riconosciuta e accettata. In questo nuovo anno vivrete nuovi eventi. Sappiate voi accoglierne i segni, facendovi interpreti per tutto il popolo di Dio. Grazie per essere stati con me in questo tempo. Vi benedico tutti, benedico i vostri cari. Die Königin der Liebe sagt, meine Kinder, dankt dem Vater des Lebens, dankt auch für jene, die nicht dankbar sind. Die Zeit ist Geschenk von ihm für euch alle. Ich greife ein für den Frieden in der Welt. Aber ich sehe viele Trennungen unter den Völkern, in den Familien und in der Kirche. Ich bin die Mutter die der ganzen Menschheit, aber nur von wenigen Kindern bin ich erkannt und anerkannt. In diesem neuen Jahr lebt, werdet ihr neue Ereignisse erleben. Wisst, diese Ereignisse anzunehmen und wisst auch diese Zeichen zu erklären dem ganzen Volk Gottes. Danke, dass ihr mit mir seid in dieser Zeit. Ich danke allen, ich segne eure Lieben. Ecco, allora la Madonna ci ringrazia per essere qui. Die Mutter Gottes dankt uns also, dass wir hier sind. Ma ci dice anche di ringraziare noi. Aber sie sagt auch, dass wir dankbar sein sollen. E ringraziare anche per coloro che non ringraziano. Und wir sollen auch dankbar sein und danken für jene, die nicht dankbar sind. E noi siamo qui soprattutto per quello. Und in besonderer Weise sind wir deswegen hier. Il tempo è un dono, dice la Madonna, è un dono. Die Mutter Gottes sagt, die Zeit ist ein Geschenk. Il tempo non è una casualità che ci viene data. Die Zeit ist nicht etwas Zufälliges, was uns geschenkt wird. È un dono di Dio che noi dobbiamo usare per Dio. Sondern es ist ein Geschenk Gottes, dieses Geschenk sollen wir für ihn verwenden. Ecco, anche questa notte il Signore ci consegna altre 366 pagine bianche. Auch in dieser Nacht übergibt uns der Herr 366 neue leere, weiße Seiten des Lebens. E che sta a noi riempire. Und es liegt jetzt an uns, diese Seiten mit Leben zu erfüllen. Non c'è un destino
Non c'è una casualità. Es gibt nicht einen Zufall. Siamo noi che decidiamo come riempire queste nuove pagine. Sondern wir selber werden entscheiden, wie wir diese neuen Seiten füllen werden. Non sappiamo se il Signore ci concederà di viverle tutte 366. Wir wissen nicht, ob der Herr es zulässt, dass wir alle 366 Seiten und Tage eben leben. Ma sperando di sì. Aber wenn wir darauf hoffen, a maggior ragione ci dovremmo sentire impegnati a riempirle bene queste pagine. Dann werden wir umso mehr bemüht sein, diese Seiten entsprechend mit Frieden und eben zu erfüllen. Riempirle di preghiera e di opere d'amore. Mit Gebet zu füllen und mit Werken der Liebe. Di fede e di carità. Mit Glaube und mit Nächstenliebe. La Madonna dice poi che vede tante divisioni. Die Mutter Gottes stellt fest, dass sie viele Trennungen sieht. Lei è qui per la pace, lei è qui per l'unità. Sie kommt aber, sie ist da, uns zur Einheit zu führen, uns den Frieden zu schenken. Ma purtroppo continua a vedere divisioni nei popoli. Leider stellt sie fest Trennungen und unter den Völkern. Ed ecco allora tante guerre che ancora ci sono nel mondo. Und so sind eben viele Kriege in der Welt. Pensate che soltanto nell'anno che è trascorso. Denken wir nur daran, im vergangenen Jahr sono stati uccisi o mutilati in guerra, sind im Krieg Menschen umgekommen, e a causa della guerra, eben aufgrund des Krieges, 12.000 bambini, 12.000 Kinder. Soltanto nell'anno appena trascorso 12.000 bambini uccisi a causa della guerra. Nur in diesem vergangenen Jahr 12.000 Kinder, die eben aufgrund des Krieges umgekommen sind. E se a questo aggiungiamo tutti gli aborti, che è un'ecatombe vera e propria. Und wenn wir zu diesen Kindern all die Abtreibungen dazu zählen, Kinder, die vor der Geburt getötet wurden, sind. Dobbiamo domandarci. Da müssen wir uns fragen. Ma qual è il nostro futuro se uccidiamo il futuro? Wie schaut unsere Zukunft aus, wenn wir diese Zukunft töten? Siamo qui a celebrare la nascita, chiamiamola così, di un anno nuovo. Wir sind hier, die Geburt eines neuen Jahres zu begehen. Ma finché non si risolve questo problema e tanti altri. Aber wenn wir nicht imstande sind, dieses Problem und viele andere zu lösen. Di quale futuro parliamo? Von welcher Zukunft können wir dann noch hoffen? Di quale speranza parliamo? Welche Hoffnung haben wir überhaupt noch? Vedo divisioni nelle famiglie, dice la Madonna. Mutter Gottes sagt, ich sehe Trennung in den Familien. Solo in Europa il 48% delle famiglie è diviso. Nur in Europa 48% der Familien sind getrennt, zerstört. E ormai una famiglia su tre. Und mittlerweile eine Familie auf drei. È fatta di una persona sola. Besteht aus einer einzigen Person. Non so se si può chiamare famiglia una persona sola, ma comunque una famiglia. Dicono così. Ob man das Familie nennen kann, also eine einzelne Person. La gente va a vivere da sola. Aber die Menschen, die ziehen es vor, allein zu leben. E vedo grandi divisioni nella Chiesa, dice la Madonna. Mutter Gottes stellt auch fest, ich sehe große Trennung auch in der Kirche. E le vediamo anche queste, anche noi. Auch das, auch wir stellen das fest. Divisioni tra verità ed errore. Trennung zwischen Wahrheit und Fehler. Tra eresie e ortodossia. Zwischen Heresie und Orthodoxie. E tante altre cose che stanno facendo sempre più screpolare il corpo mistico di Cristo. Und viele andere Dinge, die den mystischen Leib Christi immer mehr zerstören. Ma qual è la causa? Aber was ist der Grund? L'assenza di Dio. Es ist eben, dass Gott abwesend ist, dass Gott nicht mehr anerkannt wird. Lo dice la Madonna, io sono la madre di tutta l'umanità, ma da pochi sono riconosciuta. Und Gott sagt es selbst, ich bin die Mutter der ganzen Menschheit, aber nur von wenigen Kindern bin ich anerkannt. Carissimi, nell'anno che si è appena chiuso, meine lieben Freunde, im gerade vergangenen Jahr, oltre alle tante crepe che ormai abbiamo visto e di cui abbiamo appena parlato, neben den vielen Rissen und die wir festgestellt haben, ci sono anche crepe sempre più evidenti, sind gravierende Risse nel sistema finanziario, nel sistema politico, in der Politik, in der Wirtschaft, potremmo dire noi nel sistema Europa. Wir können das in besonderer Weise in Europa feststellen. Ma quando un edificio fa le crepe, aber wenn ein Bauwerk Risse bekommt, c'è un'alternativa secca. Dann gibt es nur eine Alternative. O si sistemano le crepe, entweder wir versuchen diese Risse eben zu wieder zu heilen, cominciando dalle radici, dalle fondamenta, indem wir eben bei den Wurzeln beginnen, oppure presto o tardi l'edificio
bei den Fundamenten oder früher oder später crollerà. Wird dieses Gebäude zusammenstürzen. E seppellirà gran parte degli inquilini. Und es wird viele Bewohner eben mit sich in den Tod nehmen. E quali sono le radici da ricostruire? Und wir müssen jetzt feststellen, welche sind die Wurzeln, die Basis, die wir erneuern müssen. Quelle cristiane. Die christlichen Wurzeln. Allora, fratelli, alla luce di questo primo gennaio 2020, und im Angesicht dieses 1. Januar 2020, ci dobbiamo chiedere, müssen wir uns fragen, ma c'è la volontà di fare questo? Gibt es, ist überhaupt der Wille vorhanden, diese Sanierung vorzunehmen? C'è la volontà di riscoprire le radici cristiane? Ist überhaupt der Wunsch da, die christlichen Wurzeln wieder offen zu legen? Di sistemare le crepe di questo edificio? Die Risse, die in diesem Gebäude sind, wieder zuzumachen. Speriamo di sì. Wollen wir hoffen, ja. Ma io oggi, in questo momento, aber ich hier in diesem Augenblick, ho parecchi dubbi. Habe zahlreiche Zweifel. E allora sarà il 2020, sarà il 21. Da wird das Jahr 2020 vorübergehen, vielleicht das Jahr 2021. Ma c'è un passaggio epocale da fare, per forza. Wir müssen eben feststellen, dass ein epochaler Übergang notwendig ist. Ma di fronte alle situazioni, aber angesichts dieser Tatsachen, dieser Situationen, la Madonna ci chiama una cosa importante. Trägt uns die Mutter Gottes etwas Wichtiges auf. Qualsiasi siano i nuovi eventi che voi vivrete, welche Ereignisse auch eintreten werden, ihr erkennen werdet, sappiateli interpretare, wisst sie eben auszulegen, zu erklären, per tutto il popolo di Dio, für das ganze Volk Gottes, sappiateli interpretare, wisst sie auszulegen, distinguere cioè se questi eventi vengono da Dio oppure sono senza Dio, zu unterscheiden, ob diese Ereignisse eben von Gott kommen oder von Quellen, die ohne Gott sind. Perché ricordiamoci che oggi, denken wir daran, heute, tantissime persone, gibt es viele Menschen, cercano punti di riferimento forti, stabili, die eben feste Verankerungen suchen, ma che non trovano più. Verankerungen, die nicht mehr zerstörbar sind. E allora concludo con questa frase del Signore. Und so möchte ich mit einem Satz des Herrn enden. Che voglia essere anche l'augurio per questo anno nuovo. Und das soll auch ein Glückwunsch für das neue Jahr sein. Perché di fronte a tante situazioni negative, denn angesichts oder vieler negativer Situationen, ricordiamoci che c'è una risposta soltanto. Denken wir daran, es gibt nur eine Antwort. La santità. Die Heiligkeit. Essere cristiani veri. Wahre Christen zu sein. Il gregge dei credenti è diventato piccolo, è vero. Das, die Herde der Glaubenden ist klein geworden, ma ja. Con il piccolo gregge, aber mit dieser kleinen Herde, la Madonna sa fare miracoli. Weiß die Mutter Gottes Wunder zu wirken. Speriamo di far parte anche noi di questo piccolo gregge. So wollen wir hoffen, dass auch wir Teil dieser kleinen Herde sind. Miei cari, meine Lieben, questo è il tempo che ha bisogno di confessori della fede. Dies ist die Zeit, die Glaubenszeugen braucht. Questo è il tempo che ha bisogno di anime ardenti. Das ist die Zeit, die brennende Seelen braucht. Discepoli e discepole della mia santa Chiesa, Jünger und Jüngerinnen meiner heiligen Kirche, che combattono sotto la guida dei santi angeli, die unter der Führung der heiligen Engel, per la vittoria della Signora dell'Apocalisse, eintreten und kämpfen für den Sieg der Frau der Apokalypse. Ecco di cosa c'è bisogno oggi. Also das brauchen wir heute. Di anime ardenti, brennende Seelen, di confessori della fede, und Bekenner des Glaubens, di persone che lavorano e combattono per la Signora dell'Apocalisse, Menschen die einstehen und kämpfen an der Seite der Frau der Apokalypse. Ecco l'augurio che ci facciamo, carissimi, questa sera. Und das ist der Wunsch, der Glückwunsch, den wir uns gegenseitig machen heute Abend, di restare sempre in grazia, immer in der Gnade zu verbleiben, in questo nuovo anno, stare sempre in grazia, versuchen immer in der Gnade zu leben, e di mantenerci cattolici. Und katholisch zu bleiben. Perché oggi bisogna fare anche questo augurio, manteniamoci cattolici. Denn auch das ist heute wichtig, dass wir uns das wünschen, katholisch zu bleiben. Ecco allora, continuiamo con la nostra preghiera. So wollen wir mit unserem Gebet fortfahren. Ricordando sempre che l'ora delle tenebre, und wollen uns immer daran erinnern, dass die Zeit der Finsternis precede l'ora della luce. Vorausgeht der Zeit des Lichtes. E ogni anno che passa l'ora della luce si avvicina.
Und jedes Jahr, das vergeht, bringt uns dem Licht näher. Buon anno e sia lodato Gesù Cristo. Ein gutes und neues Jahr und gelobt sei Jesus Christus. O Dio onnipotente, Signore del tempo e dell'eternità, io ti ringrazio perché lungo tutto il corso di quest'anno mi hai accompagnato con la tua grazia e mi hai ricolmato dei tuoi doni e del tuo amore. Voglio esprimerti la mia adorazione, la mia lode e il mio ringraziamento. Ti chiedo umilmente perdono, o Signore, dei peccati commessi, di tante debolezze e di tante miserie. Accogli il mio desiderio di amarti di più e di compiere fedelmente la tua volontà per tutto il tempo di vita che ancora mi concederai. Ti offro tutte le mie sofferenze e le buone opere che con la tua grazia ho compiuto. Fa che siano utili, o Signore, per la salvezza mia e di tutti i miei cari. Aiutami a perseverare nella fede e nella grazia anche nel nuovo anno che tu ci concedi. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento contro la perfidia e le insidie del diavolo, sii nostro presidio. Ti chiediamo, supplichevoli, che Dio lo abbia a vincere, e tu, principe delle milizie celesti, con la potenza di Dio, rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per rovinare le anime, così sia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria segne euch der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, noi ci consacriamo a te, a te, Regina dell'amore. Auguri per un santificante anno nuovo 2020. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.